Ich habe schon jetzt oft genug zu dem Thema mich geäußert, was ich für richtig und wichtig erachte. Dass es aber auch Leute gibt in diesem Land, die es deutlich besser wissen als ich. Und die sollen dann entscheiden, was der richtige Weg ist. Ich versuche zu entscheiden, was der richtige Weg im Fußballerischen ist für meine Mannschaft. Natürlich spielen wir lieber mit Zuschauer, da bin ich jetzt nicht der Einzige. Das ist wahrscheinlich jeder Trainer und jeder Spieler so. Aber wenn es da nicht anders geht, dann werden wir trotzdem jetzt den Betrieb nicht einstellen und versuchen, trotzdem guten Fußball zu spielen. Dann halt eben ohne Zuschauer, nur mit Leuten am Fernseher. Aber das, wie gesagt, das entscheide nicht ich und möchte ich auch nicht entscheiden und das ist auch nicht meine Aufgabe. Das Thema Corona beschäftigt uns natürlich wie alle anderen auch. Wir haben zumindest mal Stand zu Beginn des Spiels 4 Infizierte hier in Leipzig gehabt, sodass die Gesundheitsbehörde meiner Meinung nach völlig richtig entschieden hat, dass wir hier nicht in Panik verfallen, sondern dass wir das Spiel hier mit Zuschauern, mit Fans stattfinden lassen. Das war die richtige Entscheidung. Und jetzt gilt es, die Situation von Stunde zu Stunde, zumindest mal von Tag zu Tag, natürlich auch neu zu bewerten. Und das tun die Behörden, mit denen wir in einem sehr, sehr engen Austausch sind. Und die Gesundheit hat oberste Priorität. Klar wäre das am geilsten, wenn ein Zuschauer da ist. Wenn das nicht so der Fall ist, dann ist es halt so. Darauf haben wir eh keine Entscheidungskraft oder können überhaupt was bewegen. Deswegen, wir müssen schauen, was passiert.